Hallo ihr Menschen, mein Name ist Dr. Rainer Limpinsel und ich rede über Diabetes. Wie immer gilt, wenn ich Diabetes sage, meine ich damit automatisch Diabetes Typ 2. Im heutigen Video soll sich alles um die Lebensmittelampel drehen. Und bevor ich starte und euch schon in der ersten Minute sagen werde, dass die Lebensmittelampel für mich eine Verarschung des Verbrauchers ist, möchte ich noch kurz auf mein neues Buch hinweisen. In diesem Buch steht alles drin, was ich über Diabetes weiß, und wenn ihr das umsetzt, was in diesem Buch steht, dann garantiere ich euch mit einer Erfolgswahrscheinlichkeit von 90%, dass ihr euren Diabetes besiegen könnt. Ich darf da leider nicht Heilung zu sagen, weil die deutsche Schulmedizin hat das nicht so gerne, weil theoretisch könnte es sein, dass ihr in 40 Jahren doch wieder schlechte Blutzuckerwerte kriegt, und deswegen darf man nicht von einer Heilung sprechen, wenn man es schafft, mit 50 Jahren seinen Diabetes zu besiegen, bis zum 90. Lebensjahr. Wenn er dann wiederkommt, war es keine Heilung. Finde ich alles ein bisschen sehr philosophisch. Also im privaten Kreise spreche ich natürlich davon, dass ich meinen eigenen Diabetes geheilt habe, und ich habe bei 14,1 Langzeitblutzucker angefangen. Und die drei Baustellen, ich werde es in jedem Video sagen, tut mir leid, wenn ich euch damit nerve, die drei Baustellen sind gesunde Ernährung, Stressvermeidung und körperliche Bewegung. Und gesunde Ernährung hat absolut gar nichts mit Askese zu tun. Ganz im Gegenteil, gesunde Ernährung hat damit zu tun, zu schlemmen und sich zu freuen auf sein Essen. Wenn du aber gesunde Lebensmittel dafür nimmst, dann wirst du automatisch dünner werden. Und wer dünner wird, besiegt seinen Diabetes. Das ist ein Naturgesetz. Die Chance von 90% ist übrigens so zu sehen: Nehmen wir an, du hast 1000 Leute mit Diabetes und die lässt du nach den Tipps in meinen Videos und Newslettern und Büchern leben, dann schaffen es von den 1000 Leuten 900 Leute, von ihrem Diabetes runterzukommen. Dann können die mit guten Blutzuckerwerten, ohne Tabletten und ohne Insulinspritzen leben. 10% schaffen es nicht. Warum? Da streitet sich die Wissenschaft gerade noch drüber. Kann sein, dass bei diesen 10% schon wieder ein paar unerkannte Typ 1 Diabetiker sind, weil auch da geraten gerade alte Ansichten von früher ins Wanken. Es scheint so zu sein, dass man auch noch im hohen Alter Typ 1 entwickeln kann. Bis jetzt galt die Grenze ja immer so bei 37, 38, 39 Jahren, dass dann wirklich Schluss ist, dass man Typ 1 kriegen kann. Es scheint so zu sein, dass das auch noch später geht. Übrigens, auch die Zahlen für Typ 1 steigen an, gerade weltweit. Warum? Typ 1 gilt als Autoimmunerkrankung, und als kleines Baby hast du noch nicht dich so lange schlecht ernähren können. Also das muss auch wieder irgendwas mit unserer Umwelt zu tun haben. Ich meine, woran liegt das alles? Die Männer haben weniger Spermien als früher, also wir sind nicht so zeugungsfähig, wir Männer. Mein Opa muss so ein Boris Becker gewesen sein. Der hat Frauen schon bespermt, wenn er an denen vorbeigegangen ist sozusagen. Und heutzutage, die Hälfte der Leute, die ich kenne, haben keine Kinder. Das liegt unter anderem mit Sicherheit daran, dass die Männer nicht mehr so zeugungsfähig sind. Also wir wissen das, dass die Spermienproduktion abnimmt, schon seit Jahrzehnten. Wir wissen aber nicht genau warum. Kann ja nur mit dem modernen Leben zu tun haben, weil anders als bei den Frauen, Frauen kriegen ja auch weniger Kinder. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, warum Frauen weniger Kinder kriegen. Erstens, sie wollen nicht, oder sie können nicht. Und beides sind Sachen, da sollte die Politik mal drüber nachdenken. Wenn Frauen keine Kinder mehr kriegen wollen, aus welchen Gründen auch immer, ist jetzt ganz egal warum, aber dann wollen sie halt keine Kinder kriegen. Und wenn sie nicht mehr können, ist auch was im Argen. Also wäre ich Gesundheitspolitiker oder Bundeskanzler, wird die ganze Sache hier komplett anders angegangen werden. Aber das führt jetzt hier viel zu weit, denn ich bin 0,0 politisch auf diesem Kanal, aber es dreht sich ja eigentlich hier alles nur um Diabetes. Aber wenn man halt sowas merkt, dass irgendwas ansteigt und wir wissen nicht warum, so wie jetzt die Zahlen bei Typ 1, dann muss man sich Gedanken machen. Das muss ja an der Umwelt liegen. Typ 2 steigt auch, und zwar in höchste Höhen, die Fallzahlen jetzt weltweit. Also das nimmt ja Ausmaße an. Das ist ja unglaublich, wie viele Menschen von Typ 2 betroffen sind. Aber da ist die Sache ganz klar. Diabetes ist die Zivilisationskrankheit schlechthin. Und wenn du Übergewicht hast und wenn du dich nicht bewegst und wenn du Stress hast, dann bricht halt bei 33% rechnerisch, wird dann Diabetes ausbrechen, sagen wir es so. Also ein heute geborenes Kind, wenn wir in der Zukunft nichts ändern an unserer Lebensweise und wenn die Menschen, die jungen Leute, noch mehr mit ihren Elektroscootern durch die Gegend fahren, wo sie früher zu Fuß gegangen sind. Und in Köln gibt es ein Fitnessstudio im ersten Stock und das hat eine Rolltreppe. Also versteht ihr den Witz? Das ist doch absurd. Wenn ich doch ins Fitnessstudio gehen will, brauche ich doch keine Rolltreppe. Ich könnte doch einfach die Treppe schon als Fitnessstudio nehmen. Also will damit sagen, mein Opa, der musste 45 Minuten zur Arbeit gehen. Und der musste die Kohlen in den fünften Stock schleppen, und tja,
der hat irgendwie, gut, lange gelebt hat er auch nicht, weil er so viel gequalmt hat. Mein Opa ist mit 75, der eine Opa ist mit 75 gestorben, weil er geraucht hat wie ein Schlot. Zu viel getrunken hat er übrigens auch. Das waren die Probleme der alten Zeit. Aber ihr merkt schon wieder, ich komme schon wieder ins Schwatzen. Darum soll es nicht gehen. Zurück zur Lebensmittelampel. Seit einiger Zeit prangt die Lebensmittelampel auf Produkten im Supermarkt. Das ist im Moment noch eine freiwillige Verpflichtung und an sich eine schöne Idee gewesen. Eine Ampel auf der Verpackung soll uns sagen, dass ein Lebensmittel ist gesund oder das Lebensmittel ist ungesund. Aktuell sieht es so aus, ich habe das jetzt hier mal eingeblendet, dass es fünf Ampeln gibt. Wie sagt man denn dazu? Keine Ahnung. Also fünf von A, B, C, D, E. Und dann auch noch in unterschiedlichen Farben, von hellgrün bis dunkelrot. Und ein grünes A würde heißen, das Lebensmittel ist super gesund. Und ein E heißt, dieses Lebensmittel bringt dich ins Grab. Also, ihr wisst, ich übertreibe gerne, also ungesundes Lebensmittel oder A, ein gesundes Lebensmittel. So, das sehe ich aber komplett anders. Ich halte die Lebensmittelampel für das gefährlichste Aktuelle, was sich unsere Politik ausgedacht hat, beziehungsweise was unsere Politik erlaubt hat. Denn vereinfacht gesagt ist es so, allen ist klar, dass so super ungesunde Lebensmittel, was sagen wir denn da jetzt mal? Sagen wir mal, Kartoffelchips, sind sie denn so ungesund? Ja, sie sind schon ungesund. Also nehmen wir mal so typische Knabbereien, die im Übermaß gegessen ungesund sind. Jetzt muss ich schon wieder einen kleinen Einschub machen. Kartoffelchips sind eigentlich gar nicht so ungesund, wenn du welche ohne Chemie kaufst. Aber du isst halt so viele davon, weil die Industrie genau diese Mischung aus Kohlenhydraten und Fett und Salz hingekriegt hat, dass das wirklich süchtig macht. Also ich konnte früher und auch heute noch, wenn man mich lassen würde, ich kann nicht anders als eine ganze Chipstüte aufzuessen, wenn ich damit anfange. Und Chipstüten haben manchmal vom Hersteller ganz krumme Mengenangaben. 175 Gramm sind in einer Chipstüte drin. Und ich habe mich jahrelang gefragt, warum sind da 175 Gramm in dieser Chipstüte drin? Und weil es ist ja ein undeutsches Maß, ne? Also 100 Gramm, 200 Gramm, 150 Gramm, aber 175 Gramm. Und meine Theorie ist die folgende, der normale Chipsesser schafft es, 169 Gramm zu verschlingen. Und die letzten Gramm, diese kleinen Krümelchen, die dann noch in der Packung sind, da wird einem schon schlecht. Und deswegen hat keiner Lust mehr als 175 Gramm Chips zu essen. Das ist meine Theorie zur Chipstüte vom Marktführer, wenigstens war das damals so. Und ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu davon haltet, aber das ist meine Theorie zur Chipstüte. Also will sagen, so total ungesunde Sachen aus der Süßwarenabteilung und in der im Knabberregal, da weiß eh jeder, wie bei den Zigaretten, das ist ungesund und das ist nicht gut. Also prangt da ein dickes E drauf, aber das interessiert keine Sau. Genauso wie diese abschreckenden Fotos auf den Zigarettenschachteln, die können da draufdrücken und wenn die abgeschnittene Köpfe da draufdrücken würden, das würde keinen Raucher interessieren, das interessiert uns einfach nicht. Der Mensch ist in der Lage, sowas einfach auszublenden. Also da redet man sich das schön und dann will man das trotzdem haben. Also das rote E schreckt niemanden ab. Ganz im Gegenteil, die Leute sagen dann so, weiß ich nicht, wenn sie dann eine fettige Wurst oder ich weiß jetzt gar nicht genau, wo ein E überall drauf prangt, dann gehen die Leute in den Supermarkt und sagen, ja, heute gönnen wir uns mal so ein E, ha, ha, ha. Und schon ist es weg. Das ist genau wie jemand sagt, komm, gib mir mal was gegen meine Nikotinsucht. Das ist vielleicht der erste Schritt zur Besserung, dass du Nichtraucher wirst, aber in Wirklichkeit kannst du auch 20, 30 Jahre in diesem Stadium verbleiben, dass du immer bei jeder Zigarette dir sagst, jetzt ich tue mal was gegen meine, also für meine Nikotinsucht, ich brauche das jetzt. Oder wenn wir grillen, habe ich so Kumpels, die kommen seit 30 Jahren an und sagen, lass mich mal noch so eine Phosphatstange grillen. Dann haben sie irgendwo gelesen bei Stiftung Warentest, dass da jetzt zu viel Phosphat drin ist. Aber das hält keinen davon ab, das trotzdem zu essen. Also der Effekt ist schon mal, die Abschreckung ist gleich null. Und jetzt kommt das viel, viel, viel Schlimmere. Auf einer Tiefkühlpizza prangt ein grünes A. Und dann denkst du, oh, Tiefkühlpizza ist ja gesund und isst sie. Und das ist die Verarschung des Verbrauchers. Natürlich hat die Lebensmittelindustrie, die ist ja nicht dumm, die wollen uns ja viele ihrer Sachen verkaufen und noch, solange sie mich nicht zwingen, können die auch machen, was sie wollen, ist mir egal. Aber auf ganz vielen Fertigprodukten prangt ein gutes B und ein sehr gutes A. Und das ist das Problem, denn diese Lebensmittelampel, die betrachtet nur die Makronährstoffe, also Kohlenhydrate, Fett und Eiweiß und dann, glaube ich, noch Zucker und Salz und das war's im Prinzip. Also
bitte, ich habe jetzt wieder mal ungeskriptet hier geredet. Ich glaube, das sind die Bestandteile der Lebensmittelampel. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ich mich vertan habe. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Die betrachten sozusagen nur, ist da ganz viel Zucker drin. Das ist schon mal gut, das zu beachten, gar keine Frage. Aber damit ist noch lange nicht gesagt, ob ein Lebensmittel gesund ist oder nicht. Es geht darum, ob ein Lebensmittel frisch zubereitet ist, wie viele Vitamine es enthält, ist da Geschmacksverstärker drin, ist da weitere Chemie drin. Das alles interessiert die Lebensmittelampel nicht. Und deswegen, wenn du dich 30 Jahre nur von Produkten ernährst aus dem Supermarkt, die ein leuchtend grünes A tragen, kann es trotzdem sehr, 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 sehr gut sein, dass du krank wirst. Und der Grund liegt wie immer in unserem komplexen Körper, den wir haben. Ich sage nur 2 Kilogramm Verdauungsbakterien in uns, die gehören dahin, die müssen da sein. 2 Kilogramm ist eine ganze Menge, ist größer als die Leber. Und 2 Kilogramm Immunsystem. Und diese 4 Kilogramm Immunsystem und Verdauungsbakterien zusammen, die werden geärgert durch industrielle Nahrung. Also auch durch Produkte, auf denen ein ganz grünes A prangt. Und so gut wie alle Darmentzündungen, Darmerkrankungen, ich habe Durchfall, ich habe Magengrummeln, das ist alles ausgelöst durch falsche Ernährung. Krebs wird zu 70-80% durch falsche Ernährung ausgelöst. Warum? Weil die falsche Ernährung deinen Darm ärgert und der Darm hat so eine große Oberfläche, dass das Immunsystem sich den ganzen Tag dann um deinen geärgerten Darm kümmern muss, weil es da irgendwas regeln muss. Und dann schwächelt das Immunsystem bei der Abwehr von Krebszellen. Also es ist so einfach nicht, wie die Menschen, die diese Lebensmittelampel erfunden haben, dass ein leuchtend grünes A automatisch bedeutet, dass das ein gesundes Lebensmittel ist. Und es gibt dann noch einen weiteren Effekt. An sich total gesunde Lebensmittel, wie zum Beispiel Olivenöl, kriegen natürlich auch ein E, weil das Olivenöl oder Butter oder Kokosfett besteht ja nur aus Fett. Und nach den Kriterien dieser Lebensmittelampel kommt dann ein schlimmes E da drauf. Oder eine schöne Bio-Wurst, die wirklich gesund ist, kann man jetzt ruhig mal so sagen, die kriegt dann auch ein E. Klammer auf an dieser Stelle wieder, einen kleinen Ausblick. Wir wissen schon seit 40 Jahren, dass der Verzehr von Fleisch und Wurst mit Krebs verbunden ist. Also so eine alte Studie gab es damals, eine riesengroße Studie. 120.000 Probanden in Amerika war das irgendwie. Aber die haben damals nicht Bioware beurteilt, die haben minderwertiges Schrottfleisch und Chemiewürstchen beurteilt. Und das ist auch wieder das Problem. Der Verzehr von Wurst und Fleisch und Eiern und Fisch, der macht dich eigentlich nicht krank. Nur, wenn du 40 Jahre lang übermäßig viel billigstes Hähnchenfleisch isst und damit kriegst du noch ganz viele Hormone und Antibiotika in deinen Körper, das macht dich dann krank. Das ist wieder das Problem. Und ich kann euch deswegen nur raten, esst Bio. Und reduziert euren Fleischkonsum, also zu viel Fleisch ist auch nicht gut, das muss auch nicht sein, aber es gibt überhaupt keinen Grund, auf Fleisch zu verzichten. Natürlich lasse ich gerne gelten, wenn du keine Tiere töten möchtest, klar, gar keine Frage, kannst du machen. Nur denk immer daran, dass vegetarisches Leben schon auf lange Sicht funktionieren kann, aber ich bin mittlerweile 56, wie alt bin ich eigentlich? 56, ich werde jetzt bald 57 und ich kenne zu viele Menschen, die nach 10, 20, 30 Jahren krank geworden sind, wenn sie vegan, also vegan sowieso, und vegetarisch gelebt haben. Und da lasse ich auch nicht mehr mit mir diskutieren. Das kann sich nicht innerhalb von einer Generation so geändert haben, dass wir damals in den 80er Jahren, ich kannte eisenharte Veganer in den 80er Jahren, und die sind alle krank geworden. Und dann haben die angefangen, heimlich Fleisch und Eier wieder zu essen, oder Eier und Fisch besser gesagt. Also die haben heimlich Eier und Fisch gegessen, weil sie ihrer WG, ihren kiffenden WG-Kumpels, die auf der Startbahn West waren und die haben sich da nur nicht festgeklebt, aber ansonsten war das mehr Trara als heute, das darf man ja auch nicht vergessen, gibt's ja alles schon. Ne? Und die sind alle krank geworden. Also deswegen, alle Menschen können tun, was sie wollen. Ich finde das super, wenn man die Welt verbessern will, aber wenn du durch Ernährung krank wirst, egal warum, ob du viel Chemiekram isst oder ob du manche Nährstoffe nicht kriegst, weil du eine komische Ernährung wählst, dann tust du dir und der Umwelt ja auch nichts Gutes. Weil wenn du irgendwann im Krankenhaus liegst mit deinem Nervenschaden, weil dir Nährstoffe fehlen und dann liegst du auf der Intensivstation, dann verballerst du so viel Ressourcen,
du brauchst ja 1000 Liter Wasser auf der Intensivstation pro Tag für Patienten. Und was man, also das müsst ihr euch mal durchlesen, was man auf der Intensivstation verballert als Patient. Natürlich kommt keiner freiwillig auf die Intensivstation, ist mir schon klar. Aber das war schon in meinem Studium, 1988, war das schon ein Thema. Wie kann ich den Ressourcenverbrauch auf der Intensivstation bremsen? Gut, jetzt bin ich ein bisschen abgeschwiffen vom Thema. Gesunde Ernährung hat nichts mit der Lebensmittelampel zu tun. Gesunde Ernährung hat damit zu tun, dass du möglichst Bio-Sachen kaufst, Zucker weglässt und selbst kochst. Das ist gesunde Ernährung. Alles andere ist Augenwischerei. Ist ein Riesenmarkt aktuell. Noch einmal ganz kurz zurück zum veganen Produkt. Also große Fleischwarenhersteller, Wursthersteller mit ganz berühmten Markennamen, die verdienen ja mittlerweile mehr Geld mit ihren veganen Ersatzwürstchen. Diese veganen Ersatzwürstchen sind aber keinesfalls gesund. Das ist isoliertes Eiweiß aus Erbsen meinetwegen oder Soja, was weiß ich woher. Da ist da ganz viel Chemie drin, damit das nach Wurst schmeckt. Das ist nicht gut. Und die jungen Leute, die das ja vehement verlangen gerade, die werden in 30 Jahren alle ein böses Erwachen haben. Und das tut mir leid für diese jungen Menschen, denn ich weiß, sie haben eigentlich ein gutes Ansehen. Aber man muss schon auch dafür sorgen, dass es einem selber gut geht im Sinne von, ich brauche die Nährstoffe, die ich brauche. Gut. Das Thema Lebensmittelampel habe ich in diesem Video besprochen. Im nächsten Video geht es einfach um Tricks und Kniffe der Industrie. Da könnte ich auch Bücher drüber schreiben, aber ich habe da, weil ich ja auch Vorträge halte über Diabetes, habe ich da so ein paar Sachen gesammelt und ich habe die mal zusammengesucht und ich werde im nächsten Video euch so ein paar Sachen zeigen und einfach so ein paar Tricks der Industrie euch zeigen, damit ihr ein Fingerspitzengefühl dafür kriegt, dass ihr bitte den Industriekram aus eurem Leben verbannt. Denn wenn ihr selbst kocht und wisst, was drin ist, dann lebt ihr gesund. Und dann habt ihr auch nicht mehr so viel Hunger. Heißhunger fällt auch weg. Denn die jatzen das Essen so hin, die Industrie, dass du davon ganz viel wieder essen willst nach 3 Stunden. Das machen die halt, weil die wollen dir das Essen ja verkaufen. Du sollst es ja wieder kaufen. Und ich war früher ganz, ganz schlimm drin in dieser Falle. Ich war süchtig nach Chips mit Geschmacksverstärker, nach Döner mit Geschmacksverstärker und süchtig nach Schokolade und süchtig nach Jägersoße, auch mit Geschmacksverstärker. Und wie das alles zusammenhängt, sage ich dir im nächsten Video und ich danke fürs Zuhören.